hier unten weiter umsetzen. So. Das haut hin, das haut hin. Dann haben wir hier schon mal Ruhe. Dann müssen wir noch unten bei der Kupfermine das Ganze absichern und dann passt das erstmal. Heißt jetzt nicht, dass die Gegner nicht angreifen werden, aber wir haben wenigstens mehr Vorwarnzeit. Und wir kriegen vielleicht ein, zwei schon mit den Geschütztürmen klein. So. Bis hier. Alles gut. Ein Turm dahin. Kriegt wieder ein bisschen Muni von mir. Bitteschön. Ein Turm dahin. Kriegt meine restliche Muni. Die stellt schnell neue her. So. Und dann geht es hier hoch bis nicht ganz so weit, ne? Ja, das erweitern wir gleich. Wenn der Baum nicht im Weg wäre. So. Abstand zwischen den Türmen habe ich mir noch keinen festen überlegt. Aber ich denke mal, so müsste das reichen. Meine Muni. Bitteschön. Wird langsam. Aber das ist nur eine einzige Basis. Und es ist nicht mal eine riesengroße. Ist keine kleine. Ist mittleres Mittelfeld. Würde ich sagen. Aber es ist definitiv keine große. Wir könnten es wesentlich schlimmer hier haben. So, Stahl. 27 Stahlplatten, sehr schön. Eisen da rein. Ja komm, stell mal ein bisschen Kupferdraht her, was soll's. Eisenplatten stauen sich wieder, sehr schön. Also stauen ist relativ, es sind genug vorerst. Steine kommen mit. Ja, stimmt eigentlich. Ich hätte gerne Kisten. Da und da. Und jeweils einen Inserter. Ist zu langsam. Schnellen Inserter. Gut. Der wird sich wenigstens nichts stauen und es gehen so keine Materialien verloren. Das ist sehr gut. Wo ist das Problem hier jetzt? Nirgends, hm? Ich sehe immer noch so viele Fließbänder, obwohl ich einen schon ausgemacht habe. Und es ist einfach nicht genug Platz auf den Fließbändern. Sehr ärgerlich, ja. Wir können aber mal ein paar von den schnellen Fließbändern herstellen und damit rumexperimentieren. Und der Toolbelt ist fertig. Sehr schön. Was hätten wir denn gerne als nächstes? Wir hätten gerne Ölverarbeitung. Ist kompliziert. Wird eine Weile dauern, dann ordentliches System aufzubauen. Aber wir brauchen es auf jeden Fall für die blauen Forschungspunkte, für das Plastik, für anderes Gedöns. Obwohl, Bullet-Schaden? Piercing Rounds. Und Handgranaten. Und es kostet nicht viel. Komm, Military 2 machen wir kurz vorher noch. Weil wir haben gemerkt, Militär ist wichtig. Und wir haben jetzt hier schöne zwei Hotkey-Leisten. So, rote Dingensfelder. Tada! Das heißt, wenn wir da gleich Eisen raufschmeißen, und wir sollten dann auch gleich einen Fast-Inserter nehmen, sonst macht das Ganze gar keinen Unterschied. Rast sofort durch. Zing, zing, zing. Fast-Inserter könnten wir schon mal bauen, oder einen Auftrag geben zumindest. Und dann mal gucken, ob sie wirklich was bringen oder nicht. Ich hatte halt das Gefühl vorher in meinen privaten Spielen, dass sie nicht so wirklich viel bringen, weil das Zeug wird eh von A nach B gebracht und wie schnell es da ankommt, ist nicht so wirklich wichtig. Und Military ist fertig, sehr schön. Wir können jetzt Handgranaten herstellen, die habe ich bisher noch gar nicht benutzt. Und Piercing Rounds, die habe ich recht ausgiebig benutzt. Das sind nämlich ganz normale Kugeln, die halt nur mehr Schaden anrichten. Die hier haben Physical Schaden 5, die da haben Physical Schaden 2 plus 0,2. Also ja, davon werden wir zu Genüge welche herstellen. Brauche allerdings auch Stahl und Kupferplatten. Kupferplatten ist kein Problem, aber halt Stahl. So, was haben wir hier? Eine Substation wollen wir nicht. Laser. Laser Turrets. Komm, ich will Laser Turrets haben. Jetzt spare ich mir den ganzen Kram mit den Gun Turrets.
So, und hier hätte ich jetzt gerne Eisenplatten. Gib mir alle deine 220, sehr schön. Und jetzt bist du ein schneller Inserter und ich baller jetzt hier mal 200 Platten rein. Zeig mir, was du kannst. Ja. Drei Fabriken schaffen das. Die vierte wird niemals eine Eisenplatte bekommen. Das heißt, theoretisch, wenn ich das Ganze noch schneller haben wollen würde, würde das so aussehen. Guck mal, wie schnell das da raussaugt. Ah, und die Arme hier, die reinkommen und rausgehen, müssen ebenfalls schnelle sein. Sonst kommen die nicht hinterher. Gucken wir mal. Zing, 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 zing. Erstmal nehme ich die hier alle raus. So, sonst habe ich gleich keine Versuchsobjekte mehr. So, macht euch einmal leer. Alles durcharbeiten. Alle eingehenden Arme sollen bitte schnelle Arme werden. Kleiner Blick auf die Minimap. Alles ist ruhig. Okay. Alle eingehenden Arme schnell. Die ausgehenden Arme können ruhig ein bisschen langsamer sein, weil die Sachen halt nicht so schnell hergestellt werden, glaube ich. Miep, 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 miep. So, gleiches Spiel nochmal. 100 Eisenplatten rein, gucken, ob hinten was ankommt. Wiu, wiu, wiu. Nee. Komm nicht. Komm hier bis zur zweiten Fabrik. Ha. Was ist jetzt? Okay. Lasse ich mich nicht von abbringen. Wir nehmen... Er kommt nicht da hinten an. Nö, bringt einfach nichts. Gar nichts. Wir bräuchten eine zweite Kiste. Obwohl, nee, wir können einen Inserter aus der Kiste... So. Gib mir bitte 100 Eisenplatten. Wäre doch gelacht, wenn das System nicht gebrochen kriegen. So, einer kommt, zweiter kommt. Dritter. Jo. Oh, und er übersieht die ersten Zahnräder. Das heißt, wir bräuchten einen zweiten Inserter für die Zahnräder. Ich habe mir das Ganze ein bisschen einfacher vorgestellt. Eisen rein, Zahnräder raus. Und das ohne irgendwelches Hackmeck. Aber gut, wir werden niemals, glaube ich, 10.000 Eisenplatten da reinschmeißen. Ja, okay. Und die Zahnräder sollten wir auch mal mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Oh, viel zu viel Kupfer. Das System ist noch absolut veraltet. Viel zu viele Kupferkabel. Ja. Gut, Forschung wird betrieben. Es scheint einigermaßen zu laufen. Es gefällt mir absolut nicht, dass das alles so unausgewogen ist, wo welche Ressourcen verbraten und benutzt werden. Aber sei es drum, ich stelle davon ein paar her. Ich stelle Mauern her. Und kümmere mich weiter um die Verteidigung. Zumal gleich ja auch die Lasertürme fertig sind. Oh, und Licht hätte ich ganz gerne. Das wäre auch, wenn wir hier Gegner haben, dass wir die Gegner auch sehen können. Weg. Heißt aber auch, dass wir hier Stromkabel hinlegen müssen. Einmal ganz an der Mauer lang. Aber wo Stromkabel? Ich hätte gerne tollen Masten. Also nicht hier in der Peripherie, aber hier oben halt. Falsch. Darum. Hier. Du weg. Oh, Laser fertig. Wir können bauen. Laser Turret und Military 3. Was macht Military 3, wo wir gerade so auf dem Militärtrip sind? Können wir noch nicht? Wo war jetzt Laser? Da. Oh, wir brauchen Batterien für Laser Turrets. Das ist nicht gut, weil Batterien brauchen Schwefel. Und Schwefel braucht wieder Öl. Ja, komm, Öl. Gib her. Jetzt tun wir hier die tollen Strommasten hin.
da, da und können jetzt dieses ganze hässliche Gedöns den da soll aber wegmachen. Weil die halt jetzt alles abdecken, wenn sie in genau dem Muster benutzt werden, den ich vor Jahrzehnten aufgestellt habe. Ich habe keine Ahnung, warum die sich nicht verbinden. Aber sollten sie eigentlich. Im Notfall einfach einmal abreißen, einmal neu aufstellen. So, weg, weg. Du kannst auch weg. Ja, das ist sehr komisch. Ja, sieht doch schon besser aus. Also er mag es wohl nicht, wenn man die alten so einfach wegreißt und gleich die neuen hinsetzt. Ab und an muss man das dann neu machen, damit sich die wirklich untereinander besser verbinden. Schön, schön. Davon hätte ich gerne viel mehr. Dafür brauchen wir mehr Stahl, dafür brauchen wir mehr Eisen. Also muss hier Eisen rein. Und das sollte auch unbedingt beschleunigt werden. Weil jetzt, wo ich das einmal gesehen habe, hier unten mit den ultraschnellen Zahnrädern, will ich das immer wieder haben. Was von euch braucht Zahnräder? Bitte sag mir du. Ja, Zahnräder. 100 Stück. 100 Stück. Du? Da, Förderbänder. Förderbänder. Ich sollte eine Kiste machen für Förderbänder. Und es... Was? Es kommt kein Kupfer mehr an. Oh, ich glaube, ich habe mal wieder Kohle vergessen. Kleiner Haken, was die Kohle angeht. Wir können jetzt nicht unterwegs die Kohle jedes Mal abgreifen, weil es zerstört wurde. Das sollten wir eventuell ändern. Du, 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 du und Holz. Ah. Burning Mining Drills. Haben wir vier, hätte ich gerne mehr. Weg. So, wir hätten gerne du, 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 du. Hier vier. Ein Holz. Ein Holz. So. Und hier war auch noch ein Kohlefeld. Hier auch nochmal welche, weil hier komme ich recht häufig vorbei. Dann denke ich eher dran, mal zwischendurch was einzusacken. So. An. Und an. Gut. Das britzelt alles. Das klappt soweit. Ich brauche mehr Stahl. Für mehr tolles Stromnetzwerk. Du weg. Du verbinde dich richtig gut. Du kannst weg. Genau, du kannst auch weg. Du kannst dahin. Ah ja. Viel, viel besser. So, den da können wir auch wegnehmen. Brauchen wir auch nicht mehr. So. Was wir akut brauchen, ist Öl. Yeah. Ja, setze ich mich gleich wieder auseinander. Erstmal... Züge? Nein. Schussgeschwindigkeit? Nein. Gun Turret Upgrade. Da das mit dem Laser ja noch ein bisschen dauert, kann das mal angeschmissen werden. Was ich eigentlich sagen wollte, was wir jetzt akut brauchen, ist ein so ein Feld für rote Science Packs und eins für grüne. Weil ja, wir haben jetzt noch teilweise recht viele rote. Aber der Schein trübt, das ist sehr schnell weg. Also, wenn man langfristig denkt. Hier fehlt noch welche, so. Das heißt, ich hätte jetzt gerne hier noch einen so einen Kreislauf. So. Weg mit dir. Hier ein Kreislauf für rot, da drüber... Ist doch wohl mal richtig. Da drüber ein für grün, da drüber ein für hellblau später. Und dann schmeißen wir einfach alle hier rein. Oder regeln das anderweitig, das weiß ich noch nicht. Bis dahin läuft es ja noch über diese manuelle Zufuhr. Das ist auch vollkommen okay. So. Und ich denke, das soll auch erstmal jetzt reichen für diese Aufnahmesession. Das heißt, nächste Sessions. Wir probieren weiter diese neue Art des Basenbaus.
wo die nicht mehr so viel untereinander verbunden sind, damit ich eine bisschen bessere Übersicht habe. Kann mir einen Arsch beißen, weiß ich noch nicht. Muss ich dann gucken. Aber bisher bin ich damit recht zufrieden, weil ich halt mehr Kontrolle habe. Und ich kann mir wirklich aussuchen, wofür die Ressourcen verbraten werden. Und es werden nicht zigtausend Fließbänder hergestellt, die ich nachher gar nicht brauche. Was ich halt ein bisschen doof finde. Das heißt, ich schnapp mir immer unten die Ressourcen, die ich brauche, wirf sie in die entsprechenden Kisten. Und dann ist erstmal gut. Und dann kriege ich am Ende genau das, was ich gerne hätte. Ich denke, später werden wir das gar nicht brauchen, weil wir zigtausend Tonnen an Ressourcen reinbekommen. Aber vielleicht auch nicht. Was ist, wenn wir jetzt überall außenrum gegnerische Basen haben und wir kommen gar nicht dazu, irgendwas wirklich herzustellen? Also an Außenposten. Das heißt, wir haben immer so ein kleines bisschen an Ressourcen und müssen damit gut micromanagen. Denn wäre die Art von Basis genau das Richtige. Außerdem wollte ich das eh mal testen. Das heißt, nächste Folge, hier rote Science Packs, grüne Science Packs, das ganze Ding abbauen und zu was anderem umbauen. Ich weiß nur noch nicht was. Wahrscheinlich so ein Zwischenprodukt-Ding. Also weil hier war ja Eisen zu Zahnrädern, Kupfer zu Draht, Eisen zu Stahl und Draht kann man so nichts weiterverarbeiten. Nichts für mich momentan sinnvollen. Aber ja, und hier halt die nächste Stufe, wo dann Zahnräder und Draht zu Fließbändern und dergleichen verarbeitet wird. War ein schlechtes Beispiel, aber halt diese Art von Zwischenprodukten, die man dann wiederum braucht, um hier die Science Packs herzustellen. Ja, klingt soweit ganz gut. Und währenddessen immer wieder Steine abholen und Mauern produzieren. Kohle abholen. Denn die Bedrohung im Westen ist real. Dum, dum, dum. Also bis gleich.